Everybody get up. Hey, get up. Everybody get up. Come on. Woo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't hear from the same page, maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now these were close, tried to domesticate you, but you're an animal, it's in your own name. Just let me liberate you, you don't need no takers. This man is not your maker, and that's why I'm gonna make that good girl. I know you want it, I know you want it, I know you want it, you're a good girl. Don't let it get past me, you're far from plastic. Go ahead, get at me. Most wanna get nasty, go ahead, get at me. One thing I ask you, let me be the one you bet my ass up to. From Miley Boo to Perry Boo, she had a bitch, ain't bad like you. So, pick me up when you pass through, I give you something big enough to tie your ass to. Please, bagaboo, come on, get it on with the kangaroo. Woo! Shake it up, get down. Shake it up, get down. Hat ein nices Level erreicht. Weiter so. Do you like it hurt? Like it hurt? What you don't like hurts? Hey, hey. What do they make dreams for? When they got them jeans on? What do you need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? What drives you to hug me? Hey, hey, hey. Good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Go ahead and pass me. You're far from plastic. Go ahead, get up. Good life. Woo! Come on, everybody! Woo! Yeah! Woo! Get down! Woo! Sehr gut. Get up! Get up! Woo! Get down! Everybody, get down! Get up! Woo! Nice! See! Oh! Hey, hey, hey! Das Kangaroo! Okay, okay, okay. Das Känguru! Wow. Was für ein Start! Was für ein Start! Was für ein Outfit! Wow, sowas trägt eigentlich Ray sonst normalerweise. Und auch du kannst es tragen. Ich weiß nicht, ob ich so. Mir gefällt deine Brille. Ehrlich? Mir deine auch. Dann lass uns irgendwann mal tauschen, Süßer. Das ist richtig. Das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen, ja. Wow, was für ein Show-Känguru. Ja, absolut, absolut. Warte, 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 warte. Rampen-Känguru. Du bleibst noch. Wir müssen dich erstmal ein bisschen abfeiern. Mm. Und auch erstmal raten, wer du Hammer. Überhaupt bist. Hammer. Mm. Vincent. Was, Vincent? Fang ich jetzt an, weil wieder als Neuling. Ja. Also. Schönling war das. Känguru. Dankeschön. Nur ich glaube, das bist du. Also, soll ich schon ganz anfangen, oder wie? Also erstmal, Känguru, ganz du siehst unfassbar toll aus. Ja. Schönes Outfit. Absolut. Nices Outfit, eher gesagt. Nice. Nice Watch. Nicer Umhängebeutel. Nice Watch. Nice Sonnenbrille, meine ich. Okay, pass auf. Ich habe ganz viel irgendwie versucht mitzubekommen, weil es ist echt schwer, sich auf den Gesang zu konzentrieren, wenn man so viel, ich als Neuling, abgelenkt ist von den ganzen Indizien, die überall sind. Kaffee aus Brasilien habe ich da irgendwie gelesen, der noch da ist. Aber ich will nicht zu viel abgelenkt sein. Ich habe ein paar Indizien mir aufgeschrieben.
Also ich fange mal an. Die Watch. Ich fange jetzt wirklich mal an. Ja. Vincent, du kannst anfangen jetzt ruhig. Pass auf. Das erste Größte in dieses Jahr irgendwie dieser Podcast, dieses vor dem Mikrofon stehen und vom Podcast her irgendwie bekannt sein. Dann gibt es die Watch, die sehr nice ist und, nice. Und du damit jemandem sprichst, mit deiner Freundin, mit deinem Bay, deswegen vielleicht Baywatch. Deswegen bin ich auf Baywatch Berlin gekommen. Baywatch Berlin ist produziert von der Firma Florida TV und deswegen des ganzen Surfboards, Strand, die Tattoos, die so hawaiianisch sind und so weiter und so fort. Florida TV. Florida TV, Baywatch Berlin. Und da gibt es natürlich eine Person, die eine sehr nice Brille trägt, die immer die Haare schön gemacht hat nach hinten zur Seite und immer eine schöne Locke zur Seite gemacht hat. Und das wäre für mich Jakob Lund. Also den würde ich mir jetzt mal in den Raum werfen als Podcast Baywatch Berlin Känguru. Bin ich Jakob super. Lund. Ja, aber... Ich finde, du sitzt viel zu nah an Ruth, ganz ehrlich. Egal, was die beiden trinken, 2 Liter hier bitte. ich dachte ja auch erst an jemand Jüngeren und dachte so, nee, die arbeiten hier mit allen Tricks. Der hat einfach ganz viel Kaffee vor der Show bekommen. Ist aber vielleicht schon etwas... Ja. Ich glaube, wir haben es hier mit einem alten, erfahrenen Showhasen zu tun, der mit allen Wassern gewaschen ist, der das Publikum aber sowas von mit einem Schnips im Griff hat. Ich sehe diese karierten Dinger da, Glitzer und Schwarz, könnte allerdings auch für Formel 1 stehen. Und der Moderator, der super viel musikalisches Gefühl hat, wäre zum Beispiel Peter Illmann oder Brillenträger des Jahres 1996 oder so, Götz Alsmann, auch super musikalisch, kann geil singen, hat das Publikum im Griff. Hat die Locke auch. Hat die Haare immer hier. Ja. Weil ich glaube, diese ganze Influencer-Geschichte, die Tattoos, der tolle, gestählte Körper, haben sie natürlich auch alle, aber das soll eher ablenken. Nice! Nice. Okay, also ich mach's kurz, weil ich schwimme hier gerade. Ja. Ich hätte das Gefühl, sofort angesprochen, vielleicht ist es ein Rapper, aber ein Rapper, der singt, das sind weniger halt der Wieso. Aber wer Cool Savage gut kennt, weiß, dass er gerne einen Tön von sich gibt. Und er macht immer gerne das halt so. Weißt? Also, nice ist auch sein Spruch halt. Wieso? Alles ist nice. Cool Savage. So, wen hatten wir noch? Wir hatten Götz Alsmann. Ja. Ihr hattet am Anfang auch Til Schweiger. Ja. Aber der ist raus. Ja, der ist mit seinem Manta Jakob Lund links abgebogen. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, jetzt verstehe ich auch das Prinzip Känguru anatomisch. Ja? Ja, das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, stand der Drache neben mir. Sehr schönes Dreibein. Hier ist das Känguru. Unser erster Eck, das Känguru.